Ja, der Austausch ist heute erstmal ein auch Kennenlernen, auch dass man auf die Arbeitsebene zusammenkommt, dass man Strukturen schafft, wie man in der Zukunft auch zusammenarbeiten kann, dass man hier also auch Wissen und auch Können transferiert zwischen den einzelnen Bundesländern, dass man auch mal sagen kann, was für ein Gesetz bei uns vielleicht gut läuft, was bei den anderen gut läuft, dass man einfach hier sich besser vernetzt und dann Synergien schafft für die politische Arbeit, letztlich in dem Landesparlament, aber auch für Deutschland. Und von so ist es heute auch ein historisches Treffen, weil das erste Mal sich diese drei Fraktionen hier in München im Maximilianum zusammenkommen.